Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Zockermas und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von CatCon. Ja, es ist wieder Sonntag und was heißt das für uns? Was hat sich alles getan auf CatCon und sonstiges? Ja, vorher als ab, ich wollte euch nur sagen, dass ich jetzt nicht so viel gemacht habe, da ja am Mittwoch die CatCon-Folge kam, weil ich ja da letzte Woche krank war und dies und das, und da hatte ich ja keine Zeit gehabt oder keine Lust oder konnte einfach nicht die Sonntagsfolge aufnehmen, deswegen hatte ich ja die Mittwochsfolge gemacht. Und da das jetzt ja so ein paar Tage Unterschiede nur ganz wenig war, was laber ich da für einen Scheiß, bis Sonntag halt jetzt, habe ich halt nicht so viel gemacht und wir hatten noch ein bisschen Schule, Pipapo, dies und das. Aber ein Teil habe ich gemacht, das werde ich euch heute zeigen. Zuerst habe ich sehr, sehr viel gefarmt. Ich habe nichts gebaut generell, sondern nur in der Farmwelt gefarmt und wie man hier sieht, ich habe viele Diamanten. Ich hatte eigentlich zwei Stacks und ein paar restliche Diamanten, aber die Diamanten habe ich halt verbraucht für Diablöcke und diese Diablöcke habe ich für hier einen geilen Kopf gekauft, getauscht, sage ich mal dazu. Also ein sexy Kopf. Naja, so sexy ist er jetzt auch nicht, aber kann man mal geben lassen. Das kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Die Köpfe kann man in der guten Lobby eintauschen. Das zeige ich euch jetzt mal. Genau hier bei den Leuten hier. Wenn ihr Rechtsklick drauf macht, seht ihr hier drei Dia-Blöcke gegen ein FS-Dia-T1 Kopf. Den habe ich. Und wenn man davon 3 hat, kriegt man dann hier so einen Kopf und dann immer weiter. Und wenn man hier einen Dia 5 Kopf hat, kann man hier links weitergehen und die kann man halt auch noch eintauschen, bis man hier eine Dia Kopf 9 hat. Aber dafür braucht man halt richtig viele Diamanten. Das mache ich wahrscheinlich später mal, wenn ich genügend Diamanten auf Lager habe. Und dann will ich mir auf jeden Fall hier so eine geile Dia Kiste haben, weil die sieht schon echt geil aus, oder Leute? Die zu haben ist echt brutal, ey. Das kann man auch alles verkaufen oder so. Ist auf jeden Fall auch richtig geil. Aber dafür braucht man halt echt viele Diamanten. So. Ja, das habe ich gemacht. Deswegen habe ich viele Diamanten gefarmt. Generell hier habe ich jetzt nichts so gemacht. Aber in meinem Home-Punkt, also bei meinem Home, habe ich wieder was gemacht. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich noch nichts angepflanzt habe. Und ich habe jetzt hier rote Beete angepflanzt. Das sieht man auch, dass ich das erst frisch angepflanzt habe, dass noch nichts gewachsen ist. Und ja, jetzt sind wir mit dieser Etage auch komplett fertig. Hier unten in der Etage auch. Hier irgendwie die Kürbisse wachsen irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Aber ist ja auch egal. Reicht auf jeden Fall. Hier drunter wollte ich jetzt eine Melonenfarm machen und mal gucken, was ich da halt alles mache. Ich will auf jeden Fall hier eine eigene Mobfarm für mich bauen. Und ja, aber die baue ich, glaube ich, auf Höhe 11, wo halt auch Diamanten hier sind. Das ist halt mega geil. Und ja, weiter geht's zu meinem Lager. Ja, mein Lager habe ich jetzt ein bisschen ausgebaut, noch ein bisschen höher, fast bis hier oben hin. Hier habe ich auch nochmal eine Etage drauf geballert. Hier ist eine Etage, hier kann man auch gut Mobs farmen. Hier ist eine Etage und zum Schluss hier unten ist eine Etage. Also es gibt 1, 2, 3, 4 Etagen schon. Reicht auf jeden Fall. Erstmal, vielleicht mache ich hier oben nochmal ein bisschen hoch und dann mache ich das komplette Dach drauf. Und ja, also hier das wird auf jeden Fall auch noch größer werden natürlich mit dem Glas, weil hier kommt ja überall jede Baumart hin. Hier kommt Eichen. Bäume hin, glaube ich, und dann darüber gucke ich mal, was da noch so alles gibt. So Fichten, Eichen habe ich gerade gesagt, Fichte, Tropen und Akazien und Pipapo, was es alles gibt hier in Minecraft halt. Und ja, warum habe ich hier nichts angepflanzt? Warum ist das so? Keine Ahnung. Muss ich mal nachher machen. Und ja, ich glaube, das war es auch eigentlich schon, was ich hier alles gebaut habe. So viel war das jetzt nicht. So viel Zeit hatte ich auch noch nicht gehabt. Auf der Bank habe ich jetzt schon 64.000 Dollar, das ist auf jeden Fall awesome nice. Und ja, das war eigentlich eine ganz, ganz kleine Runde hier, was ich gezeigt habe. Und ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst doch ein Like, da würde mich tierisch freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, haut da rein, ciao mit V.